Kratos besiegte Ares. Und so wurde der einst sterbliche Krieger der neue Kriegsgott. Doch viele der anderen Götter auf dem Olymp mieden Kratos. Für sie war es Blasphemie, dass ein Sterblicher zum Gott aufgestiegen war. Kratos aber lag nichts an der Gunst der Götter. Seine neue Familie waren die Krieger Spartas. Und die blutigen Schlachten lenkten ihn von der Vergangenheit ab. Kratos, mein Herr! Eine weitere Stadt wird fallen! Bald werden alle vom Ruhm Spartas hören! Genug, Kratos. Mit jeder zerstörten Stadt wird der Zorn des Olymps wachsen. Bald wird es mir nicht mehr möglich sein, dich zu schützen. Ich brauche dich nicht. Vergiss nicht, dass ich aus dir einen Gott gemacht habe, Geist von Sparta. Wende dich nicht von mir ab. Ich brauche dich nicht. So lässt du mir keine Wahl. Kratos verwandelte den Schmerz seiner Erinnerungen in Hass. Hass auf die Götter, die ihn nicht von den Albträumen seiner vergangenen Taten erlösen wollten. Und so zog Kratos nach Rhodos, um der belagerten Stadt den Todesstoß zu versetzen. Athene! Du wendest dich gegen mich? Kackler. Kannst du das Spiel auf God of War 2 ändern, bitte? Ey, ich finde auch immer witzig, wie grafisch immer ein Hin und Her in den God of War Spielen, ne? Ascension, grafisch top. So, also das war ja, das ist ja von denen das aktuellste Spiel. Und dann kommt wieder ein schlechteres. Aber dann kommt eins, das noch schlechter, dann kommt wieder so ein PSP-Spiel, was okay ist, und dann kommt das, was wieder schlechter ist. Drei ist dann wieder top. Danke, Bio. Die Sequenzen sind voll leise irgendwie, finde ich. Ja, wenn er die aber tötet, wenn er die auf mich schmeißt, macht doch gar keinen Sinn. Ist ja dumm. Magie, Schmagie, sag ich immer. Ist müde. So, jetzt meine Chance. Pass auf. Jetzt geht's ab. Ich hab keine Zeit für euch, Maden. Oh Gott, mal gucken, wie hier die... Ob die Zeit besser ist als im ersten. Da, ins Auge. Adios. Ich brauche dich nicht, Zeus. Ich werde das allein schaffen. Ich biete dir mehr als nur Hilfe an, Kratos. Ich biete dir Macht. Ich möchte dir die Klinge des Olymps geben. Ich gebe dir das Schwert, das den Krieg gegen die Titanen entschied. Nimm es und speise es mit deiner göttlichen Kraft. Dann wird es zu einer Waffe von unvorstellbarer Macht. Warum hilfst du mir jetzt? Tja. Ah. Ich verstehe nicht, warum man unbedingt trollen muss. Das ist jetzt, ich wusste nicht mal, dass mein Job scheiße werden wird. Aha. Troll, man, wer versteht schon Trolls, ne? Aua! Und alle nur ihre Popel essen. Sagst du mir das?
So. Jetzt komm mal her, mein Freund. Jetzt gib's auf die Fresse. Warum hau den nicht jetzt auf? Ey, was bringt mich? Was soll das denn? Ist das nicht in Ordnung? So. Tja nun, jetzt sind wir hier. Jetzt nimm die doch mal. Ich muss ihn, glaube ich, erst seine Hand in die Fresse boxen. Ich lass mich die scheiß Klinge nehmen. Mein Gott, er ist ja stressig mit dir. Mit deiner göttlichen Macht in ihr wird die Klinge stark genug sein, um jeden zu zerstören, der die Kraft hat. Ja, und nu, weil was ist los hier? Ich hab keine göttliche Klingenkraft mehr. Auch mit Kombos an. Boah. Machen wir es einfach so. Also zwei Stück habe ich noch. Da können wir noch mal ein bisschen was reinbrezeln, ne? Well played, Zeus. Ich kann das auch nicht blocken, glaube ich, ne? Oh Gott. Oh, knapp jetzt. Seht ihr, Götter des Olymps? Braucht ihr noch mehr solche Beweise? Da seine gesamte göttliche Macht in die Waffe übergegangen war, wurde Kratos sterblich. Anfällig für die Klauen des Todes. Kratos war besiegt. Er wusste, dass sein Leben von der Klinge des Olymps abhing und dass er sie sich zurückholen musste. Vor den Augen seiner spartanischen Armee gedemütigt, kämpfte sich Kratos aus dem Dreck. Das mit ihm auch hin und her, Gott, nicht Gott, Gott, nicht Gott, hin und her, Gott. Er lebt ja noch. Diese Angelegenheit selbst annehmen. Athene will ihren Fehler nicht rückgängig machen. Stelle dir vor, sich einer Kreatur wie dir anzunehmen. Warum? Warum dein Verrat? Du bist es, der mich verrät. Du führst Krieg gegen Griechenland, kennst weder Recht noch Gnade. Ich bin der Herrscher dieser Welt.
Aber du bittest nicht um meinen Rat. Die Götter sind bedeutungslos. Deine Herrschaft schwach. Ich bin diese Unverschämtheiten leid. Ich bin der König des Olymps. Und es ist mein Weg, der Weg der Götter ist. Ihr müsst schwören, mir für alle Zeit zu dienen. Ich diene niemandem. Du lässt mir keine Wahl. Ja, das ist ja ein super fairer Kampf. Was soll ich hier groß machen? Nix, nämlich. Ja, noch sind die Kräfte nicht. Aua. Oh, vielleicht doch. So hätte es nicht kommen müssen. Das sieht geil aus. Diesen Pfad hast du selbst gewählt. Der Pfad der Götter taugt so wenig wie die Götter selbst. Sogar jetzt, dem Tode so nahe, trotzt du mir noch? Alles, was dein Leben bestimmt hat, Kratos, muss nun leiden wegen deiner Hybris. Du wirst nie Herrscher des Olymps. Der Kreis endet hier. Dafür wirst du bezahlen, Zeus. Das schwöre ich. Als das Leben aus Kratos wich, griffen die Arme des Hades nach ihrem Preis. Doch Kratos Schicksal beinhaltete mehr, als er ahnen konnte. Er war dazu bestimmt, eine große Veränderung zu bewirken. Eine, die die Säulen des Olymps erschüttern würde. Ich konnte seinen Tod nicht zulassen. Ares, töte meine Feinde und mein Leben ist dein! Es ist nicht dein Schicksal, hier zu sterben. Das ist nicht das Ende. Wer bist du? Ich bin die Titanin Gaia. Allgegenwärtige Mutter Erde. Ich habe beobachtet, wie du ein großer Krieger wurdest. Und war dein ganzes Leben lang stets an deiner Seite. Doch ich kann nicht länger tatenlos zusehen. Wir werden dir helfen, Zeus zu besiegen. Zu sterben heißt zu fliehen, Kratos. Du bist ein Krieger Spartas, kein Feigling. Nur ein Feigling wählt den Tod. Ich bin nicht feige. Dann musst du kämpfen. Ich zeige dir den Weg zu den Schicksalsgöttinnen. Nur mit ihrer Macht kannst du Zeus besiegen. Ach, die Musik ist auch so geil irgendwie, ne? So hat er es in der Narbe am Bauch. Ey! Weg da, ihr Grabbelhände, was soll denn das jetzt hier für eine Scheiße? Ich will nicht angegrabbelt werden, so eine Schweinerei.
hier ist es nämlich, wo er aus dem Hades rausklettert. War da zu viele Hände, aber was war das? Da ist er wieder. Guten Tag. Kratos besiegt. Pah, lächerlich. Wie? Ja. Ruf aufs Pferdchen. Na, wo geht's hin? Reiten, fliegen. Flighten. Quasi. Aha. Forderst du den Gott des Krieges? Du bist nicht länger ein Gott, Kratos. Zeus, der Olymp und die Klinge, die deine gesamte Macht innehält, sind für dich auf ewig in weite Ferne gerückt. Deine einzige Hoffnung ist, die Schicksalsgöttinnen zu finden und in der Zeit zurückzureisen, bis zu dem Moment, da Zeus dich betrogen hat. Denn nur dann wird er wirklich verwundbar sein. Und darauf hat er in Ragnarok, glaube ich, Bezug gezogen mit der Zeitreise. Zu sein, wirst du mehr Hilfe brauchen, als ich dir geben kann. Mein Titanenbruder schlummert tief in seinem felsigen Gefängnis. Es wird Zeit, dass er erwacht. Ja, scheiße. Hast nicht genug Kraft, um die Finger des großen Titanen zu leben. Der heilige Pegasus. So kannst du zu den Schicksalsgefängnissen gelangen. Ja, befreie Pegasus hier. Komm her jetzt. Ja, komm her, hab ich gesagt. Ach, dann leg mich doch am Arsch. Ach so, ich hab das ja alles gar nicht mehr. Stimmt, war alles verloren. Mach mal deinen Stinkefinger hoch jetzt. Mein Gott. Ich hasse sie. Okay, wie komme ich da jetzt? Gern geschehen. Ne? Danke. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall für was auch immer. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal überlegen. Ich überlege mir das nachher, weil ich mich jetzt bedanke. Aber das ist egal. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Und würde sagen, bis morgen. Nächste Mal. Bestimmt. Gestern. Tschüss.